Werte Geschäftspartner, ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe von Insights bei Aero. Das Thema heute: Professional Services, die Sie von Kaspersky und Aero erwarten können. Ja, mit den Professional Services von Kaspersky und unserem Unternehmen wird der vollständige Produktzyklus von der Beurteilung über die Implementierung bis hin zur Wartung und Optimierung abgedeckt. Und ja, und es freut mich ganz besonders, den Martin Gruber, Head of Services bei der Kaspersky, und meine lieben Kollegen, den Harry Windreiter, der bei uns Technical Consultants für Kaspersky ist, begrüßen zu dürfen. Und beide Herren werden uns heute einen Einblick darüber geben, welche Mehrwerte sie von der Kaspersky und uns erwarten können. So, wie immer die kleine logistische Sache: Wenn Sie Fragen haben, bitte wie immer über das Fragefenster. Gut, Martin, dann darf ich dir hiermit das Wort übergeben. Okay, guten Morgen. Mein Name ist Martin Gruber von der Firma Kaspersky und ich möchte heute ein bisschen was über die Kaspersky Professional Services erzählen. Es gibt eine Präsentation zu dem Thema, die werden Sie auch im Nachgang bekommen. Aber keine Angst, ich werde die Präsentation nicht komplett durchklicken. Es wird im Hintergrund immer nur diese Grafik dargestellt werden und die könnt ihr dann einfach als, ja, Ansatzpunkt nehmen und wen es interessiert, der kann sich gerne die Präsentation durchlesen. Und es gibt auch noch weiterführende Links, die Kollegen von der Aero dann auch noch teilen werden. Ja. Zuerst möchte ich mal generell erzählen, wie der Ablauf für Professional Services bei Kaspersky ist. Der generelle Ablauf ist so: Der Kunde hat einen Bedarf, der wird uns dann in irgendeiner Weise gemeldet, entweder über den Kunden direkt oder über den Channel. Als nächsten Schritt wird bei uns ein Service-Engineer einen sogenannten Scoping-Call mit dem Kunden durchführen. Und dieser Scoping-Call dient als Basis für eine Aufwandseinschätzung. Und danach wird dann auch ein Angebot erstellt, also wie lange das dauert. Und es wird zusätzlich noch ein Statement of Work aufgesetzt, wo genau niedergeschrieben wird, was in dem Service gemacht werden soll. Das heißt auch, dass die Services immer individuell und optimal auf den Kunden zugeschnitten sind. Die Services, die ihr hier in der Grafik seht, die sind auch beliebig kombinierbar, sollte allerdings halt nur mit einem Statement of Work festgehalten werden. Wir können das Ganze remote oder auch on-site machen, natürlich abhängig von der aktuellen Covid-Situation. Ungenutzte Zeit kann innerhalb eines Jahres aufgebraucht werden. Also das heißt, falls wir uns mal verschätzen würden bei der Aufwandseinschätzung und keine Ahnung, der Kunde bekommt 3 Tage und es werden nur 2 verwendet, dann kann er sich den einen Tag innerhalb eines Jahres noch abrufen. Das ist dann auch ganz interessant, weil wir auch Kunden haben, die dann Professional Services als Kontingent kaufen. Die kaufen dann pauschal 10, 20 Tage, die sie dann innerhalb eines Jahres abrufen können. Falls ein Kunde dann Interesse zeigt an dem Portfolio, wäre es auch sehr schön, wenn der Weg auch eingehalten werden würde. Also das heißt, ihr bekommt vom Kunden eine Anfrage, er möchte gern irgendwas gemacht haben, dann schickt er den am besten über euren Channel zu uns, dass wir den dann direkt kontaktieren können für einen Scoping Call. Nur so kann man garantieren, dass der Kunde optimal zufrieden ist. Und das ist uns sehr wichtig mit den Professional Services. Die Professional Services dienen hier als Ergänzung eures Portfolios als Partner. Wenn ihr zum Beispiel jetzt selber keine Services anbieten könnt oder die Aero das auch nicht abdecken kann, dann könnt ihr die Kunden gerne zu uns schicken. Oder auch für Kunden, die sagen, okay, wir wollen unbedingt was vom Hersteller haben, dann ist das auch der richtige Weg. Zusätzlich gibt es auch die Möglichkeit, dass ihr als Partner direkt einen Service bei uns bucht. Das haben wir auch schon öfter gemacht. Und da machen wir dann sowas wie einen Wissenstransfer. Oder ihr habt einen Kunden, der einen Service gemacht haben will. Da könnt ihr euch dann theoretisch auch mit reinsetzen und euch die Kosten vielleicht teilen und dann halt auch noch einen Wissenstransfer mitbekommen. Was noch wichtig ist, Professional Services sind jetzt kein Emergency Support. Also es gibt zwar den Umgang mit kritischen Situationen mit einem Techniker vor Ort, ja, aber generell muss man das eher als Projektarbeit sehen. Also sollte 2 Wochen Vorlaufzeit mindestens haben, ja. Wenn der Kunde was will, was immer auf Emergency ist und immer abrufbar, da wären MSA, also ein Maintenance Service Agreement, vielleicht besser für den. In dem neuen Portfolio, das wir jetzt anbieten seit letztem Jahr,
Gibt es auch Services, die auch an Nicht-Kaspersky-Kunden angeboten werden können? Das sind die größtenteils die Assessment Services, also sowas wie Cyber Security Health Check, Security Fundamentals Assessment und Compliance Assessment. Das könnte auch Nicht-Kaspersky-Kunden angeboten werden. Wir sind hier allerdings noch in der Pilotphase. Deshalb würden wir uns da gern erst an den Kaspersky-Kunden versuchen. Also bitte nicht in der breiten Masse allen Kunden anbieten, die ihr habt. Ja. Es gibt auch noch zusätzliche Services, die über unsere Zentrale in Moskau bereitgestellt werden. Da habt ihr auch einen weiterführenden Link noch. Das sind zum Beispiel Penetration Testing gibt es da oder Incident Response. Das sind dann für Kunden, die wirklich einen Security-Vorfall direkt haben. Ja. Gut, Rainer, hast du irgendwelche Fragen bekommen? Ansonsten würde ich jetzt mal auf die einzelnen Services dann eingehen. Sind derzeit keine aufgetreten, Martin. Besten Dank. Okay, also ich rege es auch gerne nochmal an. Jederzeit Fragen stellen, einfach einwerfen, dann können wir die direkt behandeln. Auch gern, wenn es komplexer ist, dann im Nachgang können wir das auch noch behandeln. Okay, gehen wir zum Block Assessment über. Wie gesagt, kann auch nicht Kaspersky-Kunden angeboten werden. Hier zum Beispiel der Cyber Security Health Check. Das Ziel ist, die komplette Infrastruktur und den Security-Ansatz zu analysieren und dem Kunden einen vollständigen Bericht zu liefern, was er in seiner Umgebung verbessern kann. Bei allen diesen Services gibt es immer die Möglichkeit mit Report oder auch ohne Report. Das wird halt dann auch wieder im Statement of Work abgehandelt. Zum Beispiel beim Cyber Security Health Check gehört eine Security-Rollen-Identifikation dazu, wo man die Mitarbeiter interviewt und sieht, wer welche Security-Rollen hat. Wir machen auch einen kleinen Review der Physical Security, also das heißt Hinweise, wie die Infrastruktur geschützt werden sollte, wie die Clients geschützt werden sollten, dass die Leute nicht so viel, also dass nicht so viele Leute darauf Zugriff haben. Ja. Es wird auch ein Review des Netzwerkschutzes gemacht, ja, und es wird auch noch analysiert, welche typischen Schwachstellen es im IT-Security-System gibt. Ja. Und danach gibt es einen Report und dann kann der Kunde theoretisch noch zusätzliche Services buchen, wo wir dann die Änderungen, die wir vorschlagen, auch umsetzen werden. Als nächstes gibt es das Security Fundamentals Assessment. Hier wird ein komplettes IT-System-Audit durchgeführt. Es gibt auch ein Team-Assessment, also das heißt, die Mitarbeiter des Kunden werden interviewt, um zu sehen, ob es hier irgendwelche Lücken gibt, was die Security betrifft. Es wird eine Risikoeinschätzung gemacht und es gibt dann als am Ende wieder einen Report, was für Security-Gefährdungen entdeckt wurden und wie man die zu beheben hat. Ja. Hier, der Unterschied ist hier vor allem, dass das eine vor Ort beim Kunden ist und das andere kann auch remote durchgeführt werden. Also der Cyber Security Health Check kann auch remote und das Security Fundamentals Assessment, da ist der Plan, das on-site zu machen. Ja. Wie gesagt, abhängig von der aktuellen Covid-Situation haben wir hier einen sehr großen Umfang. Also das hat man gemerkt in den letzten 1,5 Jahren, dass sich da sehr viel auf remote verschoben hat und dass die Kunden auch wesentlich besser auf remote vorbereitet sind. Ist für den Bereich Services eine gute Chance, das zu nutzen. Ja. Und da denke ich, da werdet ihr auch sehen, dass da mehr Kunden auf euch zukommen und auch sagen, okay, wir können das remote machen. Möglichkeiten, die es vorher nicht gab. Ja. Wie auch beim Cyber Security Health Check ist beim Security Fundamentals Assessment das Ergebnis ein Report, nachdem dann gewisse Aktionen vorgeschlagen werden, die wir dann auch in einem weiteren Service umsetzen können. Generell, wie ich vorher schon gesagt habe, kann man das Ganze auch einfach kombinieren. Also man kann dann sagen, okay, ich möchte von dem Service den Teil und von dem anderen Service den Teil. Wird dann genau aufgeschrieben und dann kann man genau das bereitstellen, was der Kunde sich wünscht. Okay, nächster Part ist der Part Health Check. Das deckt sich weitestgehend, was die Kollegen von Arrow auch machen. Hier wird einfach ein komplettes Audit der Kaspersky-Infrastruktur gemacht und der Security-Settings und wie alles eingestellt ist. Es wird analysiert, wie die Gruppenaufgaben, die Policies eingestellt sind, ja, und dass das alles nach Best Practice läuft. Und welche Probleme halt auftreten könnten mit der Kaspersky-Umgebung. Hier auch gibt es einen Report
am Ende, wo der Kunde dann noch zusätzliche Services buchen kann, um das Ganze umzusetzen. Da muss ich aber dazu sagen, also das ist einer der Bereiche, wo wir am meisten Erfahrung haben im Bereich Health Check. Das wird von den Kunden sehr oft gefordert. Okay, schaut bitte an, was wir mit unserer Umgebung gemacht haben und ob das so passt. Das ist der größte Use Case und ich würde gern wissen, was ich wie einstellen muss und warum. Das sind so die größten Bereiche hier. Ja. Gut, kommen wir zum nächsten Punkt. Das ist das Compliance Assessment. Hier wird es sehr interessant, weil das kann man theoretisch auch nicht Kaspersky-Kunden anbieten. Aber im Hinblick auf die Compliance können wir natürlich nur analysieren, ob unsere Produkte mit einem bestimmten Framework übereinstimmen. In der Praxis schaut es dann so aus, dass der Kunde irgendeine Zertifizierung macht. Da gibt es einige Frameworks im Automotive-Bereich, im Banking-Bereich oder bei Versicherungen, die bestimmte IT-Security-Grundlagen erfüllen müssen. Und in der Praxis schaut es dann so aus, dass der Kunde seine Zertifizierung macht und wir können ihm genau sagen, wie die Kaspersky-Produkte seine Compliance erfüllen. Da gibt es auch wieder einen Report dazu. Und die Empfehlungen, die können wir dann wieder in anderen Services umsetzen. Okay, dann geht es auch schon über zum nächsten Block, und zwar zum Block Implementierung. Das ist klar eine der Stärken, die wir bei Kaspersky bieten. Wir können alle Produkte abdecken. Wir können so gut wie alle Sprachen quer über Europa abdecken. Wenn die Kunden sogar damit einverstanden sind, also speziell jetzt die deutschen, Österreicher oder Schweizer Kunden, dass wir das Ganze auf Englisch machen, dann haben wir da ziemlich viele Ressourcen, weil das Team bei uns europäisch aufgestellt ist. Also wir können die Ressourcen verschieben, wie der Kunde das gerade braucht. Und da können wir dann auch natürlich immer nur auf Best-Effort-Basis danach schauen, dass wir dann nicht nur, also dass wir keine 2 Wochen Vorlaufzeit brauchen, sondern dass das auch mal sehr schnell gehen kann mit den Services. Wir bieten an Security Architecture Design. Das ist mehr für Enterprise-Kunden gedacht mit einer sehr großen Umgebung. In dem Service analysieren wir die IT-Infrastruktur und entwickeln ein Security Design für die Kaspersky-Produkte, wie die implementiert werden sollen in der größeren Umgebung. Es gibt dann Empfehlungen für die Konfiguration und ein Implementation Guide als Ergebnis. Kann natürlich auch dann wieder mit anderen Services kombiniert werden. Also Erfahrungswerte zeigen, dass wir zum Beispiel so Implementationsprojekte, da ist zum Beispiel, sage ich mal, öfter 3 bis 4 Tage dabei. Der erste Tag ist dann nur Analyse. Was hat der Kunde für eine Infrastruktur? Was stellt er sich genau vor? Was muss ich machen, wenn andere Produkte da sind? Wie ist der Weg für die Installation und so weiter? Und die nächsten 2 Tage sind dann rein Implementierung zum Beispiel. Also hier wieder der Hinweis, kann alles beliebig kombiniert werden. Dann Installation Upgrade. Ich denke, da muss ich jetzt nicht so viel dazu sagen. Das ist ganz klassisch für die bestehenden Kunden. Die können dann einfach eine Installation buchen oder ein Upgrade ihrer Umgebung. Das wird auch sehr häufig genutzt, ist vor allem für Kunden interessant, die selber keine Ressourcen haben für die Security-Umgebung. Also der Admin ganz klassisch ist für alles zuständig, ja, und hat natürlich dann nicht die Ressourcen, um sich komplett mit Kaspersky zu beschäftigen. Und da kommt dann wir ins Spiel oder auch die Arrow und sagen, okay, lieber Kunde, wir machen das für dich, wir führen deine Installation durch, wir machen dein Upgrade und im Nachhinein läuft dann alles super. Okay, Complex Implementation, komplexe Implementierung. Hier geht es eher um die komplexeren Produkte, die wir haben. Also eine Installation-Upgrade zielt eher auf CAS for Business ab. Ja. Und die komplexe Implementierung ist zum Beispiel jetzt für Kaspersky Anti-Targeted Attack oder Kaspersky Private Security Network gedacht. Ja. Und auch die zusätzlichen Produkte, die wir jetzt auch noch anbieten. MDR zum Beispiel, das sollte durch diesen Service alles abgedeckt sein. Ja. Dabei wird auch die IT-Infrastruktur analysiert. Es wird ein Security-Design entwickelt und eine Implementierung durchgeführt von dem Produkt. Dann geht es auch schon weiter mit der Konfiguration. Das ist auch so ein Service, da braucht man nicht viel dazu sagen. Wir können natürlich auch sämtliche Konfigurationen für den Kunden umsetzen.
Normalerweise ist es so, das kennt ihr natürlich auch, dass die Umgebung beim Kunden irgendwie gewachsen ist. Ja, er hat halt erst 10 Clients gehabt, dann waren es 100, dann plötzlich 1000. Und dann muss man nochmal überdenken, wie die Konfiguration laufen soll. Und für sowas ist dieser Service halt perfekt. Ja. Wir schauen uns das Ganze an, schauen, was für Konfigurationsanforderungen der Kunde hat und stellen dann alles so ein, wie er es braucht und testen und demonstrieren sie mir auch dann, dass alles funktioniert. Bei den ganzen Services können wir auch immer noch einen Wissenstransfer umsetzen. Das ist auch sehr häufig gewünscht von den Kunden. Also sie wollen nicht nur, dass wir auf den Button klicken, sondern sie wollen auch, dass wir erklären, warum wir auf den Button klicken. Das ist auch noch immer ganz wichtig. Und das ist auch der Mehrwert, den man dem Kunden dann so bieten kann. Ja. Weil einstellen kann das jeder ja irgendwie auf den Button klicken, aber dann auch erklären, warum das aus Security-Sicht sinnvoll ist. Das ist dann noch ein zusätzlicher Step, der ja bei den Kunden sehr gut ankommt. Dann Premium Support, also der klassische Wartungsvertrag im Block Wartung. Das ist jetzt nicht unbedingt strikt Teil der Kaspersky Professional Services, aber sollte hier an dieser Stelle auch erwähnt werden. Hier kann der Kunde einfach 24/7 bei 365 Tagen im Jahr einen dedicated Support haben. Er bekommt einen dedizierten Technical Account Manager, hat Anrecht auf private Patches, die extra für ihn programmiert werden, falls er ein Problem haben sollte, und hat Priorisierung bei unseren Entwicklern. Ein Wartungsvertrag, also ein MSA, Maintenance Service Agreement, bietet sich immer bei Kunden an, die ein hohes, die hohe Ansprüche auf Reaktionszeit zum Beispiel haben. Ja. Also vor allem im Versicherungsbereich, Banking-Bereich, die müssen sehr schnell auf Security-Vorfälle reagieren oder auch auf Probleme mit der Konfiguration oder generell Produktproblemen. Und da bietet sich sowas sehr gut an. Sollte bei größeren Kunden, falls ihr da mal Projekte habt, sollte bei größeren Kunden automatisch mit angeboten werden. Also wenn ihr selber keinen MSA anbietet, dann immer den von Kaspersky mit anbieten. Okay, kommen wir zum nächsten Service im Block Wartung. Das ist der Umgang mit kritischen Situationen der Techniker vor Ort. Das ist auch was, was sehr oft von den Kunden gewünscht wird. Sie haben einen Notfall, aber keinen MSA, wie vorher erwähnt. In diesem Fall können wir diesen Service durchführen, wo wir halt dann beim Kunden vor Ort kommen, eine Fehleranalyse machen, Logs einsammeln für unsere Entwickler, eine Fehlersuche betreiben und das alles vor Ort und so schnell wie möglich. Ich hatte bei den anderen Services ja schon gesagt, dass wir mindestens 2 Wochen Vorlaufzeit brauchen. Ja. Bei diesem Service ist das ein bisschen außen vor, weil der halt genau darauf abzielt, noch die Kunden mit abzuholen, die jetzt unbedingt sofort Hilfe brauchen. Hier muss man aber sagen, dass wahrscheinlich englische Sprache da die Voraussetzung ist, weil man dann halt einfach wesentlich schneller reagieren kann. Es gibt dazu auch dann noch Empfehlungen, wie das Problem in der Zukunft vermieden werden kann. Also natürlich nur, falls das Sinn macht. Ja, wenn das ein Problem war, das selbst verursacht und nur einmal sein kann, ja, dann gibt es sowas natürlich nicht. Okay, und dann kommen wir auch schon zum letzten Block. Das ist der Block Optimierung mit dem Service Security Hardening. Security Hardening ist jetzt für Kunden gedacht, wo die Konfiguration, wo alles passt, aber die gerne wissen würden, ob ihre Umgebung komplett sicher ist. Hier werden wir analysieren, was der Kunde für Security Requirements hat, welche potenziellen Angriffsvektoren es gibt. Und dann geben wir Empfehlungen, wie er das mit unseren Produkten am besten umzusetzen hat, dass er so sicher wie möglich arbeitet. Gibt wieder einen Report dafür. Wenn er dann das umgesetzt haben will, dann kann er noch Konfigurationsservice zum Beispiel mit dazu buchen. So, dann kommen wir auch schon zum letzten Service auf der Liste. Der wird hier als Product Tuning bezeichnet. Hier geht es darum, zu schauen, ob wir beim Kunden noch was verbessern können, was die Fehlertoleranz betrifft oder die Systemwiederherstellung nach einem Ausfall oder hohe Verfügbarkeit zu garantieren. Hier werden auch wieder die Anforderungen des Kunden analysiert,
Es wird das aktuelle Security Architektur und die Einstellungen werden auch analysiert und dann gibt es wieder Empfehlungen, wie diese Anforderungen zu erfüllen sind. Gut, damit wären wir schon durch die Kaspersky Professional Services. Hier jetzt von mir die Frage: Kommen Fragen, Rainer? Derzeit noch nicht. Nein, aber bitte nutzen Sie die Gelegenheit oder nutzt die Gelegenheit, einfach Fragen zu stellen. Gut, dann gehen wir zum nächsten Punkt. Und zwar, jetzt haben wir gehört, wie Kaspersky als Hersteller Sie bei Ihren Kunden mit dem Professional Services unterstützen kann. Aber ich glaube, das wissen einige oder ich hoffe alle, dass wir natürlich was als Aero-Dienstleistungen anbieten können. Und zwar, das kann jetzt sein von Pre-Sales-Fragen bis hin über Proof of Concepts, bis hin auch natürlich zu Implementierungen, und zwar quer über das Aero-Portfolio. Ja, uns ist bewusst, dass Sie als Fachhandelspartner eine Vielzahl an Kunden, Systemen und Programmen betreuen. Und das wissen wir einfach aus der Praxis, ist ein Ding der Unmöglichkeit, überall up to date zu sein. Ob Kaspersky Schulungen bei Ihnen oder mit Ihnen für Ihre Endkunden oder Health-Checks für bestehende Systeme, die unten angeführte Schutzstatusanalyse, Versionskontrolle, Reorganisation und so weiter und so fort. Wir bieten flexible Packages an. Das können jetzt sein Stundenpools. Das kann aber auch eine einzelne Stundenabrechnung sein, ein Tag oder Woche. Wenn Sie da was benötigen, bitte kommen Sie da auf mich beziehungsweise auf die Alexandra Buchinger. Sie ist ja Ihr Ansprechpartner für Kaspersky und fragen Sie nach einem persönlichen Angebot. Aber ich möchte jetzt, ich habe aber eingangs den Harry Windreiter vorgestellt. Er ist ja eigentlich unser Mr. Kaspersky, wie ich ihn immer nenne. Und Harry, ich möchte ganz gern, ja, ein bisschen, vielleicht kannst du ein bisschen in den nächsten Minuten aus den Nähkästchen plaudern und ein bisschen deinen Erfahrungsschatz, auf was du so draußen in der Kundenlandschaft triffst, einfach mit uns einmal so teilen. Ja, danke Rainer. Ja, hallo an alle. Grundsätzlich ist es so, was wir im Support oder bei Remote-Sessions mit Partnern beim Endkunden sehen, ist halt, dass, ja, vorsichtig ausgedrückt, eben bei den Endkunden eigentlich immer so gewachsene Systeme sind, die sich doch um einiges optimieren lassen, wo es komplexe Konfigurationen drin haben, die man nicht wirklich braucht und so, sei es unzählige Gruppen mit unzähligen Richtlinien und so, die man eigentlich alles optimieren kann mit Richtlinien, die Richtlinienprofile, die getriggert sind durch Active Directory Gruppen. Gewisse Sachen kann man automatisieren, dass man sagt, man muss nicht immer ins Security Center reinschauen, um gewisse Sachen auszuführen, sei es Remote-Installationen oder grundsätzlich die Grundinstallationen durchzuführen. Es reicht, wenn der Admin nur die Clients installiert, die dann in die Domäne hängt und dann ab dem, wo sie im AD drin oder wo sie im AD hin verschoben werden, das eben automatisch auch in Kaspersky in die Gruppen geschoben wird und automatisch installiert wird. Also lauter so Sachen schauen wir halt, dass wir optimieren beim Kunden, wenn wir sehen, dass da ja ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen worden ist oder eben schon das dritte Upgrade vom Security Center ist, das fünfte CASE-Plugin drinnen steckt, schon Aufgaben drin sind, wo keiner mehr weiß, was er macht. Also wir helfen auch, dass man das Active Directory ein bisschen sauber kriegt, weil je sauberer das Active Directory mit den Objekten ist, desto sauberer habe ich es im Security Center dann auch drin und habe keine verwaisten Objekte. Wir schauen uns genauso die Konfiguration durch oder sehen wir eben bei den Konfigurationen draußen eben, dass Werte eingestellt sind, die teilweise nichts bringen oder wo man mitkriegt eben, dass der Kunde gar nicht weiß, was er da eingestellt hat oder so wie es jetzt ist in der Corona-Zeit, haben wir eben gesehen, so haben viele Home-Arbeitsplätze in den Firmen jetzt dort kreiert, wobei es aber die Möglichkeit nicht gehabt haben, dass sie eben remote auf die Clients irgendwas installieren oder remote eben sehen, wie es den Clients überhaupt geht. Also da haben wir jetzt das letzte Jahr viele Connection Gateways eben installiert, damit der Admin in der Firma doch immer einen Überblick hat und da remote die Policies rausjagen kann, beziehungsweise Remote-Installationen und Patch-Vorgänge machen kann. Also lauter solche Sachen haben wir jetzt das letzte Jahr gesehen. Gerade mit Corona, wo viele nicht in der Firma sind, haben die Kunden einen extrem großen Bedarf an Neuinformationen, weil sie ja gar nicht wissen, wo sie das alles herkriegen. Und bei uns läuft halt das in der Masse zusammen, wo wir sagen, wir wissen, wo es krankt bei den Endkunden oder wo es der Partner uns eben über den Support reinmeldet. Wir machen dann auch Deep Dive Trainings, wo ich sage, wir
greifen tatsächlich Supportfälle auf, wo man sehen, da gibt es viele Schmerzen draußen bei den Endkunden. Das wissen die Endkunden gar nicht oder teilweise die Partner sind gar nicht informiert, dass es solche Optionen gibt, wie ein Connection Gateway zum Beispiel. Das haben auch viele, haben das neu erfahren. Und sowas darf man halt dann eben in die Deep Dive Trainings abfackeln, also nicht nur Mensch lernen, nicht nur, sondern dann halt auch Trainings dazu machen, dass man die Partner auf einen ziemlich hohen Wissensstand kriegen, damit wir einerseits entlastet sind und der Endkunde nicht irgendwie ja, wegen Schmerzen zu einem Mitbewerber oder sonst was wechselt. Jo, Rainer? Ja. Sonst was ich vergessen hätte oder so? Nein. Installationsunterstützung im Grunde macht man auch. Ist ganz klar, wenn wir remote irgendwo draufkommen oder der Partner das braucht. Man sieht ja immer wieder, dass die Leute, gerade letztes Jahr ist ein gravierendes Jahr gewesen, wo viele CASE-Versionen rauskommen sind. Da sieht man halt, die Leute haben zwar die neuesten CASE-Versionen installiert mit den neuesten Plugins, gezwungenermaßen wegen den Windows 10 Upgrades eben, wo alle mitziehen müssen. Wissen aber dann nicht, dass eben, oder haben es nicht im Kopf, dass eben alte Versionen installiert sind von der CASE, die eben mit der neuen Policy oder mit den Settings in der neuen Policy gar nichts anfangen können, glauben aber, dass sie den vollwertigen Schutz haben, sei es die Anomalie-Control oder was halt später dazugekommen ist und in der Vorversion von CASE gar nicht verfügbar sind, sie in der Policy, die sie aber angehakt haben und sie darauf verlassen, dass das jetzt überall flächendeckend in der Firma funktioniert. Also das sind lauter so Sachen, die wir im Support sehen, da gibt es Probleme und da schauen wir halt, dass wir das ein bisschen hinkriegen mit dem Partner beim Endkunden. Ja, passt. Kann ich eigentlich nur unterschreiben, weil du hast mir auch immer wieder einiges erzählt. Also, und die Deep Dives hast du jetzt eh schon erwähnt, wie du das handelst, dass wir da eigentlich von den Support eigentlich das aufgreifen und du tust das dann beleuchten. Hast du jetzt noch kurz was? Oder? Nein, ich glaube, ich bin durch. Also im Grunde, wenn es keine Fragen gibt oder gibt es Fragen dazu? Nein, habe ich jetzt im Moment keine gesehen. Ansonsten ja. Können wir das auch telefonisch abklären dann mit den Kunden extra. Genau. Ja, und wie gesagt, Kaspersky ist auch ein Hersteller bei uns im Portfolio, wo wir wirklich ein rundum glücklich Paket aus Aero-Sicht anbieten können. Also natürlich über Produktberatung, Lizenzberatung, Renewals, was unser täglich Brot ist, jetzt nicht nur bei Kaspersky, sondern auch bei anderen Herstellern, da können wir unterstützen und natürlich Ruhe punkten können, wo Sie sich auf uns verlassen können, eben mit der Technik und unseren Consultants. Ich habe Ihnen hier, sofern nicht bekannt, die Team-E-Mail-Adresse aufgeschrieben, das Software Security Team. So, also hier auch nochmal kurz die agierenden Personen, brauche ich jetzt nicht vorlesen, Sie bekommen es eben Nachgang, aber da sind wir im Grundsatz grundsätzlich jederzeit erreichbar. Gut, so Fragen, ja, bevor Fragen sind noch keine aufgetreten. Wie gesagt, wir haben auch diese Session wieder aufgezeichnet. Nicht nur diese, finden auf unserem YouTube-Kanal sämtliche Aufzeichnungen, die wir auch speziell mit Kaspersky gemacht haben. Es gibt auch eine eigene Playlist, schauen Sie da einfach immer wieder vorbei. Ich denke, wir haben da ganz interessantes Material. Auch mit den lokalen Herstellervertretern, mit dem Sascha Zillinger und mit Michi Zeger produziert. Also einfach reinschnuppern oder wenn Sie mal im Stau stehen, einfach den YouTube-Kanal besuchen. Freuen wir uns natürlich sehr. Gut, dann möchte ich mich recht herzlich für Ihre Teilnahme bedanken. Danke auch an den Martin Gruber und danke an dich, Harry, für deine guten und interessanten Ausführungen. Ja, und ich freue mich, Sie bei einer der nächsten Insights wieder begrüßen zu dürfen und auch noch einen schönen Tag wünschen. Bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören.